Sehr gut. Heute am Dienstag, den 20. Dezember 2022, und herzlich willkommen an Sie alle zur ersten Pressekonferenz der neu gegründeten Bürgerbewegung Wir sind Salzburg. Sehr geehrte Damen und Herren, freut mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind und unserer Einladung gefolgt sind. Heute hier für Sie am Podium, aus Ihrer Sicht rechts von mir, die Astrid Hurtado Herrera, Finanzreferentin bei uns im Vorstand der Wir sind Salzburg, ganz rechts außen der Engelbert Neubauer, Obmann Stellvertreter der neuen Bürgerbewegung, und mein Name ist Gerhard Böttler als Obmann der neuen Bürgerbewegung. Lassen Sie mich eingangs sagen, warum wir uns überhaupt zusammengeschlossen haben. Es sind ja einige heute da, die auch bei der letzten Pressekonferenz, die wir in Eugendorf abgehalten haben, am 17. August auch anwesend waren. Von Ihnen, wir sind dann drauf gekommen, dass einiges bei der ehemaligen Partei, wo wir oder wo viele von uns dabei waren, nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorstellen, insbesondere auch der Werteverfall dieser Partei, insbesondere der österreichischen und der oberösterreichischen Fraktion. Macht, Geldgier und auch persönliches Vorteilserlangen ist da im Mittelpunkt gestanden. Und mein Austritt war ja am 30. September dann der erste, und mir nachgefolgt ist nahezu die gesamte Salzburg-Fraktion und in 5 weiteren Bundesländern auch die gesamten Landesvorstände, tausende weitere Austritte, und ganz, ganz viele Menschen haben mir persönlich geschrieben, haben uns geschrieben, bitte schaut euch das was Neues macht. Ich wollte das am Anfang tatsächlich nicht, aber ich glaube, dass gerade in der jetzigen Situation, und die Medien sind ja auch voll davon, die finanzielle Not bei vielen, vielen Menschen sehr, sehr groß ist. Wir werden dann später auch noch dazu kommen. Und das hat uns tatsächlich bewogen, diese neue Bewegung, Wir sind Salzburg, zu gründen. Um es auch vorwegzunehmen, das Ganze heißt ja, wir sind Salzburg gemeinsam für Österreich. Wir sind auch dabei, jetzt schon in anderen Bundesländern genau das gleiche Wording oder ähnliche Wordings zu gründen, denn das Ganze soll ja auch ausgedehnt werden auf das eine oder andere zusätzliche Bundesland. Bertel Neubauer war ja schon mein Vertreter damals in Salzburg, ist es jetzt auch wieder. Astrid Hurtado Herrera war ja auch schon damals dabei, viele andere waren auch schon dabei, viele neue sind aber jetzt auch dazugekommen. Genaue Zahlen wird Ihnen dann der Engelbert Neubauer liefern. Aber rund um uns herum haben wir vor knapp 4 Wochen unsere Generalversammlung gehabt und haben wirklich mit nahezu 70 Menschen an einem Statut gearbeitet, haben mit nahezu 70 Menschen an den Visionen, an der Mission, an dem Leitbild, an unseren Werten gearbeitet, und wir werden dann später im Laufe dieser Pressekonferenz noch das eine oder andere dazu hören. Faktum ist, wir haben uns wirklich auf die Fahnen geschrieben, diese Authentizität, diese Wahrhaftigkeit, diese Ehrlichkeit und insbesondere aber auch die, ja, Menschlichkeit zu leben. Das ist unser oberstes Anliegen und unsere oberste Prämisse. Was ist der Unterschied zu vielen anderen Parteien, zu anderen Bürgerlisten? Wir wollen das Ganze tatsächlich als direkte Demokratie leben, und nicht nur leben, sondern auch vorleben. Nicht reden davon, sondern tatsächlich auch leben. Wer sich unser Statut angeschaut hat, das ist ja seit gestern online, und die Salzburger Nachrichten haben ja heute schon in der Ausgabe darüber berichtet. Danke dafür auch. Wer sich das Statut durchliest, wird das auch sehen, dass hier direkte Demokratie tatsächlich gelebt wird. Wir haben uns entschieden, dass für uns alle gleich sind. Und das ist völlig irrelevant, ob diese Menschen jetzt alt, jung, reich, arm, dick, dünn, oder auch, wie es in den vergangenen 2 Jahren immer diese Spaltung gegeben hat, geimpft oder ungeimpft sind. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Wir sind auch dabei, uns eine, ja, bewegungsinterne Verfassung zu geben. Jeder kennt die amerikanische Verfassung, die ist kurz und bündig, und so haben wir das auch vor. Das ist noch nicht von unseren Gremien genehmigt worden, deshalb kann ich da auch noch nicht offen darüber reden. Aber da geht es eben darum, dass dieser Werteverfall, den wir alle in den letzten Monaten erlebt haben bei einer anderen Partei, dass wir genau den nicht haben wollen hier in unserer Bewegung. Und wir wollen das Ganze von unten nach oben schaffen. Das heißt also nicht von oben autokratisch drauffahren,
sondern wirklich von unten nach oben zuerst einmal das Fundament bauen. Das Fundament ist in der kleinsten Einheit, das Fundament ist in den Netzwerken, ist in den Kommunen, und das Ganze dann nach oben zu gestalten in Richtung Bezirk, in Richtung Land. Das ist, glaube ich, sind, glaube ich, vier wesentliche Unterschiede, die uns total anders machen als das, was wir alle bisher im politischen Setting gewohnt waren. Eins noch dazu, auch die Salzburger Nachrichten, auch die Kronenzeitung, auch ORF, Servus TV und andere Medien haben darüber berichtet schon, über Netzwerke. Es sind Vereine, die sich zu Netzwerken zusammengeschlossen haben, die sich untereinander helfen in ihren Netzwerken, in ihren Vereinen, und wir wollen auch für diese Vereine, sei es jetzt im Flochgau, in der Stadt Salzburg, im Tennengau, im Pongau, im Pinzg und im Lungau, auch Sprachrohr sein und unterstützendes Sprachrohr für die politischen Gegebenheiten auch sein. Soweit das Eingangsstatement von mir. Ich möchte mich aber auf diesem Weg auch beim Wirt hier in Kotkumbrechting, beim Alex Theiss, sehr, sehr herzlich bedanken, dass er heute an seinem freien Tag uns hier ermöglicht hat, dass wir hier diese Pressekonferenz bei ihm machen dürfen. Noch einmal ein herzliches Dankeschön. Gut, auch von meiner Seite ein herzliches Guten Morgen hier in Kotkumbrechting. Meine Themen sind Naturschutz, Tierschutz, Kinder, Jugend und Familie. Drei große Bereiche, die gar nicht voneinander abgetrennt betrachtet werden können, weil sie spätestens bei den Themen Bildung und Gesundheit auch sehr, sehr eng verflochten sind miteinander. Denn nur wenn alles in Balance ist, kann also Mensch, Tier und Pflanzen, wenn die gesund sind, ist unser Lebensraum gesund und auch wir. Die Natur umfasst ja alle Lebewesen. Und wenn wir von Naturschutz sprechen, dann sprechen wir gleichzeitig auch von Tierschutz, aber auch von Eigenschutz. Wir selbst sind ja Teil der Natur und können sie uns nicht untertan machen, wie viele oder einige Politiker, die sie aus ihrem Slogan auserkoren haben. Mensch vor Natur ist nicht zuletzt von unserem Landeshauptmann Wilfried Haslauer einige Male in den Mund genommen worden, ganz besonders bei großen Infrastrukturprojekten, die teilweise auch Teile des Natura 2000 Schutzgebietes zerstört haben. Neben dem Totschlagargument öffentliches Interesse oder Schaffung von Arbeitsplätzen. Da lautet meine Frage, was macht öffentliches Interesse aus oder wer kann das bestimmen? Reicht es, wenn ein Politiker sagt, es ist von öffentlichem Interesse? Auch die Schaffung von Arbeitsplätzen ist zu hinterfragen. Denn Arbeitsplätze geschaffen, die auch auf lange Sicht Arbeitsplätze bleiben, oder ist es nur der Bau von neuen Infrastrukturmaßnahmen, wie zum Beispiel in dem Zusammenhang darf die 380 kV Freileitung verwenden. Hier werden eben Masten gebaut, Leitungen eingezogen und so weiter. Oder genauso bei Infrastrukturmaßnahmen wie Bahn, Tunnels und so weiter werden hier nur Arbeitsplätze geschaffen für den Bau. Und wenn alles gebaut ist, ist es aus. Oder werden wirklich nachhaltig, also auf lange Sicht und Zeit, Arbeitsplätze geschaffen, die auch für unsere Jugend relevant sind. In dem Zusammenhang darf ich auf die Umweltverträglichkeitsprüfung verweisen, die eigentlich die Natur an sich schon zum Rechtsgegenstand macht und von der Bundes-ÖVP eigentlich abgeschafft werden will. Als Voraussetzung für die Bewilligung einer Infrastrukturmaßnahme, die ja bereits übergreifend sein sollte. Von der Bundes-ÖVP wurde beispielsweise auch gefordert, dass große Infrastrukturmaßnahmen, die wiederum von öffentlichem Interesse sind, automatisch nach einem Jahr bewilligt sein sollen. Das heißt, da würde einem Einschreiten von betroffenen Menschen oder auch Umweltschützern, Leuten, die einfach sehen, welche negative Auswirkungen eine Infrastrukturmaßnahme haben kann, würde ein Riegel vorgeschoben werden. Das wäre auch beispielsweise bei der 380 kV Freileitung gewesen, wo über 10 Jahre lang darum gekämpft wurde, dass die unter die Erde kommt und damit auch gesundheitliche Schäden minimiert werden. Viele Politiker halten sehr hoch, dass Österreich ein technisch fortschrittliches Land sein soll und ist. Meiner Meinung nach wurde das gerade in diesem Bereich überhaupt nicht berücksichtigt, weil
das Erdkabel zum Beispiel eine durchaus fortschrittliche, technologisch fortschrittliche Lösung gewesen wäre. Und mir kann niemand erzählen, dass der Fortschritt, der zum Beispiel mit Internet, Handys, Smartphones und so weiter in kürzester Zeit eigentlich erreicht wurde, bei Energieversorgung nicht möglich wäre. Kommen wir zum Tierschutz, ein Teil des Naturschutzes. Hier darf ich erwähnen, dass es den Paragraph 285a des ABGB gibt, der besagt, dass Tiere keine Sachen sind. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Die für Sachen geltenden Vorschriften sind auf Tiere nur insoweit anzuwenden, als keine abweichenden Regelungen bestehen. Das bedeutet aber, dass Tiere juristisch gesehen weiterhin als Sachen behandelt werden können und teilweise auch werden. Laut Jeremy Bentham, das ist ein englischer Philosoph des ausgehenden 18., Anfang 19. Jahrhunderts, geht es aber nicht um die Frage, ob Tiere denken oder sprechen können wie Menschen, sondern eigentlich darum, können sie Schmerz empfinden, können sie Einsamkeit fühlen. Dieses Fühlen ist dafür, den Tieren auch die entsprechenden Rechte zu bestehen. Wenn man diese Sichtweise berücksichtigt, dann ist ein grundlegendes Umdenken notwendig, ganz besonders wenn ich auf Nutztiere denke. Hier ist ja Massentierhaltung sehr oft in aller Munde, auch in den Zeitungen, und auch die Auswirkungen werden immer wieder erwähnt, aber ein wirkliches neues Verhalten wird nicht gemacht. Massentierhaltung genauso wie unsinnige Lebendtiertransporte werden nach wie vor gefördert. Eine artgerechte Fütterung mit gentechnikfreien und ökologisch nachhaltigen Futtermitteln ist immer noch maximal bei Biobauern zu finden. Unter dem Aspekt würde ich auch darauf dringen und auch wir, dass nicht alle Verträge, die überregional geschlossen werden, sinnvoll sind. Denn wenn strukturell völlig verschiedenartige Lebensräume unter einem Konglomerat von Gesetzes- oder Vertragsbestimmungen zusammengefasst werden, dann kann das, so wie eben bei dem CETA-Vertrag, dazu führen, dass unsere österreichische strukturelle bäuerliche Gegebenheit zerstört wird. Als letztes Thema darf ich noch auf die Situation von Kindern, Jugend und Familie eingehen. Die Familie ist unser Kern und der Rückhalt unserer Gesellschaft und deshalb entsprechend auch bedeutend. Familie an sich ist der ganze Lebenszeitraum von Baby über Kind, Jugendliche, berufstätige Eltern bis zum Lebensabend sozusagen von unseren Pensionisten. Damit die Kinder überhaupt notwendigen Rückhalt und innere Stärke bekommen, ist Familie ganz wichtig. Sie benötigen die Eltern. Damit Eltern sich aber auch den Kindern widmen können, ist es unbedingt notwendig, dass der Beruf der Elternschaft, Vaterschaft, Mutterschaft auch entsprechende Bedeutung erhält und auch ein Gehalt zugeschrieben wird, inklusive Sozialversicherung. Nur dann kann sich eine Mutter oder ein Vater wirklich aktiv dafür entscheiden, diesen Beruf zu ergreifen und den quasi zivilen Beruf mal auf Eis zu legen. Heute ist es de facto nicht möglich, aufgrund von finanziellen Situationen, von Familien, wo üblicherweise ein Elternteil Vollzeit arbeiten geht und der andere zumindest Teilzeit arbeiten gehen muss, um die finanziellen Anforderungen befriedigen zu können. Eine Diskussion soll und darf auch nicht mehr darüber geführt werden, ob und wie viele Krippen- oder Kindergartenplätze zur Verfügung stehen, wenn die Eltern oder Mutter oder Vater in den ersten Jahren bei den Kindern zu Hause sind, ist das auch gar nicht notwendig. Kinder wachsen am besten stark und gesund in einem festen Familiengefüge auf und das kann eigentlich auf nichts gesetzt werden. Das Thema Kinder und Jugend ist untrennbar verbunden mit Bildung, ein Thema, das sicher in aller Munde ist und auch zu reformieren ist, aber darüber wird der Gerhard Ritter dann später noch sprechen. Zur Bildung gehören auch die Betreuungseinrichtungen. Das fängt bei den Kleinsten schon an und geht eigentlich bis zu einem Alter von ca. 12, 13, 14 Jahren.
Da spreche ich besonders die Nachmittagsbetreuungen an, die ich persönlich auch erleben durfte. Also ich habe zwei Söhne, heute sind sie 16 und 20 Jahre alt. Aber ich weiß, wie wichtig es ist, dass eine flexible Öffnungszeit dieser Einrichtungen und auch ihre Leistbarkeit gegeben sein muss. Wichtig dabei ist auch, dass bei diesen Betreuungseinrichtungen, dass diese nicht nur eine reine Aufbewahrungsstätte für Kinder sind, sondern dass den Kindern hier auch ermöglicht wird, unbeschwert zu spielen, die Natur zu erleben, draußen die Natur zu begreifen und nicht immer, also nicht ja, den Ermahnungen, die laufend von Pädagogen und Pädagoginnen kommen können, um sie in ihrer Bewegung einzuschränken, was ich aber den Pädagogen und Pädagoginnen nicht anlasten möchte. Das ist eigentlich meistens dadurch bedingt, dass übersensible oder übervorsichtige Elternteile Pädagogen und Pädagoginnen für alles Mögliche belangen können. Die angeborene Lebensfreude der Kinder, ihr Bewegungsdrang und der natürliche Drang, alles auszuprobieren, sind zuletzt dafür verantwortlich, dass die Kinder auch gesund aufwachsen, also gesund im Sinne von Körper, Geist und Seele. Es gibt genügend Erkenntnisse und Studien von Ärzten, Hirnforschern, Psychologen, dass die körperliche Bewegung auch die geistige Bewegung bedingt. Sprich, wenn wir heute besonders auch die Jugendlichen anschauen, von 14 bis 18, 19 Jahren zum Beispiel, sehen wir, dass eine Bequemlichkeit sich breit macht, eine körperliche Bequemlichkeit, die aber auch zur geistigen Bequemlichkeit führt, kritisches Denken, sich Diskussionen auszusetzen, wird nicht mehr wirklich gefördert. Und durch die vielen Zivilisationskrankheiten, die wir auch bei den Jugendlichen leider schon verstärkt sehen, also Übergewicht, Bewegungsfaulheit und so weiter, ziehen wir uns eine Generation heran, die in weiterer Folge unser Sozial- und Gesundheitssystem bzw. ein Krankheitssystem stark und früh belasten werden. Prävention ist immer noch nicht aktiv gelebt, sondern es ist eigentlich nur das Behandeln von Krankheiten, die heute unser Gesundheitssystem ausmachen. Punktuelle Veränderungen führen nicht wirklich zu Änderungen. Eine Umbenennung der Krankenkasse in Gesundheitskasse bewirkt genau gar nichts, meiner Meinung nach. Und da gibt es sehr viel zu tun. Gerhard Böttler wird im Nachhinein dann auch darauf eingehen. Im Thema Familie fehlt jetzt eigentlich nur noch die ältere Generation quasi, die Pensionisten, die in ihrem Ruhestand sind. Die werden in der Politik heute vor allem dann erwähnt, wenn sie als finanzielle Belastung für das soziale System erwähnt werden. Ein Umdenken oder eine Umstrukturierung des Pensionssystems, das in der heutigen Form so nicht überlebensfähig sein wird, wird nicht wirklich aufgegriffen, ernsthaft und umgesetzt. Viele wahrscheinlich deshalb, weil sie auf die nächsten Wahlen schauen und deshalb sich keiner Gefahr aussetzen wollen, diese Wahlen vielleicht verlieren. Viele der älteren Menschen sind durchaus aktiv, psychisch und physisch aktiv, wissen sehr viel, haben eine Erfahrung angesammelt in ihrem Leben, in ihrem Berufsleben, die sie vielleicht auch gerne weitergeben möchten. Und ich finde, dass ein runder Tisch, eine Diskussion angeregt werden soll zwischen allen Generationen, um das auch allgemein für alle Generationen eben vorteilhaft darstellen zu können. Ich darf es übergeben an meine Kollegen, die mit der Frage. Danke. Ja, danke Astrid. Herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Grüß Gott will ich besonders erwähnen, weil es scheinbar in Wien Grüß Gott nicht mehr gut vertun ist. Ja, das ist aus meiner Sicht schon bedenklich, was vorgeht in diesem Land. Ja. Gerhard Böttler hat es eingangs schon erwähnt, warum diese neue Bewegung jetzt
dass es gibt, dass wir sie gegründet haben. Ich darf Ihnen jetzt anfangs ein paar Eckdaten zu der ganz jungen Bewegung bekannt geben. Also seit 5. Dezember sind wir offiziell im Innenministerium eingetragen, damit wir auch zu politischen Wahlen antreten können. Interessant ist der Zuspruch, dass der in kürzester Zeit quer durch das ganze Land schon gegeben ist. Also das überrascht mich sehr. Und in kurzer Zeit wurde auch eine Homepage formiert, also das ist wirklich imposant. Und ja, das motiviert einfach für die Zukunft. Also man ist teilweise ein bisschen überwältigt, was möglich ist, wenn die wichtigen Leute einfach zusammenkommen und zusammenarbeiten. Ne? Wir sind überzeugt, dass in kürzester Zeit zumindest einmal die 500 Mitgliedergrenze angepeilt werden kann oder sogar überschritten wird. Die Landesorganisation an sich steht. Wir sind noch bei einigen sind wir noch dabei, sie auch aufzunehmen, damit sie da intern mitwirken können. Der Vorstand der Bewegung hier in Salzburg ist bereits offiziell bestellt. Die Kandidaten kann man bereits auf der jungen Homepage herauslesen. Das ist ein Querschnitt durch alle Bereiche und alle Berufe, sage ich mal. Ich freue mich, dass auch viele ehemalige Mitstreiter aus der vergangenen Partei wieder dabei sind, weil es sind wichtige Säulen einfach sind, und die man braucht, um so eine Bewegung nachhaltiger dann zu etablieren. Was auch ganz wichtig ist, glaube ich, für diese neue Bewegung, nicht so wie früher, dass einfach ein paar sich gewählt haben, sondern diese neue Organisation und auch der Vorstand wird getragen von rund 70 derzeit aktiven ordentlichen Mitgliedern, die dann auch natürlich mit Stimme dabei sind und diese Bewegung, sage ich mal, sich in eine bessere Richtung bringen werden. Ja. Es sind auch rund 15 Ortsgruppen aus der vergangenen Bewegung mitgegangen. Das freut mich ganz besonders, speziell die aus dem Innergebirg haben alle mitgezogen. Das ist wirklich sehr erfreulich, und wie gesagt, an dieser Stelle, Gerhard, bei dir ein herzliches Dankeschön, dass du dich auch so wieder an die Spitze gestellt hast, weil das war nicht so einfach in der letzten Zeit, kann man sich vorstellen. Und ja, ich habe es Gott sei Dank geschafft, ihn wieder zu motivieren. Das Ziel ist natürlich, sehr geehrte Medienvertreter, natürlich der Antritt nächstes Jahr bei der kommenden Salzburger Landtagswahl. Ja. Deshalb haben wir am Wochenende bereits in einer wirklich intensiven Klausur Werte, Ziele und Visionen festgelegt. Die kann man bereits auf der Homepage entnehmen. Das Parteiprogramm, da ist leider Gottes noch nichts, kann man sich ja vorstellen, in so kurzer Zeit geht es nicht. Das wird über die Weihnachtsfeiertage und Anfang des Jahres versucht zu erstellen und dann auch auf die Homepage zu stellen, damit man auch weiß, wohin die Richtung geht. Ja. Meine Kollegin, die Astrid Hurtado Herrera, hat schon einige Themen Ihnen vorgestellt. Das, glaube ich, ist auch ein entscheidender Unterschied zur vorhergehenden Zeit. Also wir beschäftigen uns wirklich mit den wirklichen grundlegenden, brennenden Themen, die Menschen jeden Tag einfach fordern. Meine Themen, wo ich heute ein paar Auszüge bringe, ist das Wohnen allgemein, die gemeinnützigen Wohnbauträger, die Raumplanung und der Grundverkehr und natürlich die Landwirtschaft, nachdem ich ja selbst Landwirt bin. Also ich betreibe in meiner Familie einen Biomilchbetrieb seit 2002 und weiß dadurch, wie schwierig es ist, also auch Raumplanung, Grundverkehr, was als Landwirt da ständig sag ich mal, vor sich hat. Ja. Beim Thema Wohnen kann man ja, glaube ich, durchaus feststellen, ist auch kein Geheimnis mehr. Wohnen ist schön langsam unleistbar für normale Verdiener. Ja. Es gibt zwar Förderungen in diesem Bereich, noch und nöcher, aber wie es ist im Leben, das ist meistens nur der Tropfen auf den sogenannten heißen Stein. Die Teuerung, die man ja nicht mehr wegdiskutieren kann, da wird der Gerhard Böttler dann einiges noch zu sagen, frisst diese Beträge sofort weg. Wenn jetzt dann auch nur die Strompreiserhöhungen, die angekündigten, aufschlagen, dann wird es sicher spannend bei ganz, ganz vielen Familien. Interessant dazu ist, dass jetzt plötzlich auch unser geschätzter Herr Landeshauptmann draufgekommen ist, dass es anscheinend hier Schieflagen gibt. Man fragt sich, warum genau jetzt, denn wahrscheinlich ist diese kommende anstehende Landtagswahl ein Motiv dafür. Ja?
muss man sich fragen, warum, dass man erst jetzt munter wird und scheinbar diese Schieflage erkennt. Jetzt versucht man halt aus meiner Sicht wieder mit Placebo, mit Preisdeckeln oder wie man das bezeichnet, dann entgegenzuwirken. Diese Deckel kosten Geld, wissen wir alle, und wir aus der Vergangenheit und als gelernte Österreicher weiß man, wer das am Ende dann bezahlen wird, wenn die Wahlen geschlagen sind. Ja. Man fragt sich ja, warum das überhaupt die Preise so in die Höhe getrieben werden müssen, weil aus unserer Sicht ist das alles nicht zufällig, sondern mutwillig passiert mit dieser aktuellen Politik. Derzeit ist halt der Preis für eine Monatsmiete zwischen 1000 und 1300 Euro, das muss man sich mal vorstellen. Und der Durchschnittsverdienst von einem normalen Verdiener liegt bei 1500 Euro. Das heißt, man hat noch zwischen 300 und 500 Euro im Monat Budget für ein ganzes Monat. Wenn man im Supermarkt reingeht, glaube ich, kann man das feststellen, das wird nicht mehr lang ausgehen. Also da werden Riesenprobleme auf uns zukommen, die was wir dann miteinander meistern werden müssen. Da heißt es dann Zusammenstehen in der Gesellschaft und deshalb auch diese Bewegung. Es gäbe ja zu diesem Zweck, dass diese Preise nicht in diese Höhen erklettern, da gäbe es ja diese sogenannten gemeinnützigen Genossenschaften, die ja 8 Jahre so sozial sein sollten. Wenn man genauer hineinschaut in diese Genossenschaften, kann man feststellen, es sind meist nur Freunde aus den politischen Parteien, die was da Unterschub finden und teilweise mit hohen Gehältern entschädigt werden, und wie gesagt, auf der Strecke bleibt wie immer der normale Otto-Normalverbraucher. Deshalb glaube ich, müssen sich diese Genossenschaften die Frage gefallen lassen, warum ist es überhaupt möglich, dass man mit privaten Vermietern plötzlich auch gleichzieht. Da muss man das grundlegend überdenken, dieses System mit diesen Unternehmen, ob man etwas Neues machen sollte, wenn das nicht mehr funktioniert. Zum Bereich der Raumplanung, das ist wirklich ein spannendes Thema und betrifft natürlich intensiv auch die Landwirtschaft, speziell jene, die in diesen Ballungszentren ihre Flächen haben. Ja. Da gibt es ja, sage ich mal, immer wieder Versuche, das neu zu ordnen, oder wurde versucht, neu zu ordnen, auch um die Preisspirale nach oben zu stoppen, aber scheinbar hilft hier nichts. Warum wissen wir, es kommen einfach so viele ausländische Investoren herein, die diese Preise dann in unscheinbare, also wirklich atemberaubende Höhen treiben. Stichwort in Anif sind wir bei 800 Euro für einen Quadratmeter Bauland. Also das ist, glaube ich, aus meiner Sicht nicht mehr finanzierbar. Und interessant, und zu dieser Sache kann man ja erwähnen, es wird ja immer wieder gesagt, also das kann man nicht verhindern, wenn ein ausländischer Investor oder ein Privater sich hier ansässig machen möchte, weil es gibt die sogenannte Niederlassungsfreiheit. Interessant dazu kann man ja durchaus erwähnen, in den letzten 3 Jahren haben wir erlebt, wie Freiheiten sehr wohl unter fragwürdigen Gründen eingeschränkt werden können und wurden. Ja. Es gibt auch scheinbar keine Richter, die dann hier den Menschen helfen. Das ist wirklich sehr interessant in diesem Zusammenhang. Ja, wie schon gesagt, jetzt kann man dann natürlich potenzielle Käufer in diesem Markt, und diese Preise, was wir jetzt haben, ja, die was halt der normale Verbraucher vor Ort sich nicht leisten kann, wo führt das hin? Also gerade junge Familien werden sich halt dann in Zukunft vor Ort oder in ihren Heimatdörfern das nicht mehr leisten können. Es gibt ja schon eine Abwanderung Richtung Oberösterreich hinaus, weil es halt dort noch billiger ist. Die Probleme, wo es nachhaltig dann entstehen sind, ist dann wieder der Verkehr, weil natürlich dann diese ganzen Bundesstraßen und die Durchfahrten durch gewisse Ortschaften, Stichwort B156 in Lambertshausen, dann natürlich überstopft sind oder überfüllt sind, und ja, die Probleme werden immer mehr dadurch. Ja. Weil wohnen tun wir auf dem Land draußen, und die Arbeit ist halt mehr Richtung Stadt. Ja, dann zum Thema Grundverkehr. Kann man sagen, oder ist mir zugetragen worden, da gibt es vom Rechnungshof einen Bericht in Salzburg aus 2022, Februar 2022. Namentlich erwähnt wurde da die Grundverkehrskommission in Pfingstgau. Von 2013 bis 2020 ist dem Verwaltungshandel das Gebot der Rechtsstaatlichkeit weitgehend missachtet worden. Also interessant. Ich habe da einige Unterlagen mit, es ist wirklich interessant, was vor sich geht. In diesen Jahren gab es 1478 Rechtsgeschäfte und 409 davon von Nichtlandwirten. Ja. Aus unserer Sicht kann es nicht sein, dass einfach Nichtlandwirte günstig Grünland erwerben können und dann später zu Bauern gewidmet wird. Stichwort muss ja sein: Bauernland in Bauernhand.
Da gibt es einen eklatanten Fall aus dem Prinzgau, damit diese sogenannte Landwirteprüfung, also wie er überhaupt berechtigt ist, einen Grünland zu kaufen, wurde so erledigt, also dass man einen Nachbarhof dieses gegebenen Grundstücks hat man angegeben, dass der Käufer mehr oder weniger Bewirtschafter dieses Hofes sei. Und der betreffende Landwirt, der eigentlich nichts zu tun hat mit diesem Rechtsgeschäft, hat das aus den Medien erfahren. Und hat dann in der Bezirksbaukammer nachgefragt, wie denn das sein kann, dass sein Hof da als Bewirtschafter angegeben wird. Und nachdem er nichts zu tun hat, wurde ihm einfach geantwortet, was regst du dich so auf, was der kann schon nicht gehabt davon. Also wirklich interessant. Und da glaube ich, müssen wir ganz gewaltig nachschauen, was da Sache ist. Wir sind Salzburg, verlangen hier natürlich Aufklärung von den betroffenen Bürgermeistern, von der Landwirtschaftskammer und vom Bauern. Und das werden wir uns in Kürze genau anschauen. Ja, es gab ja vor kurzem diese Vorstellung des neuen Grundverkehrsgesetzes, wo die Grundverkehrskommissionen auf eine Kommission reduziert wurde. Bisher waren 6 in allen Gauen, jetzt nur mehr eine. Und das Stimmrecht haben verloren die Arbeiterkammer, die Wirtschaftskammer, die Landarbeiterkammer und auch die Gemeinden. Also aus meiner Sicht verkommt dieses Gremium jetzt zum Spielball komplett zur ÖVP. Und ja, außer kommen wir natürlich dort meistens Freunde der Wirtschaft und die müssen wir schauen, dass wir die zurücknehmen. Ja, auch der Landesregen so viel angekündigt, hat hier vieles angeprangert und weil hier einfach rechtswidrig entschieden wurde. Dann darf ich überleiten zu meinem Thema und das betrifft mich auch jeden Tag in der Landwirtschaft. Wir wissen bereits, dass für das kommende Jahr Auflagen speziell im Biobereich massiv erhöht werden. Es gibt da die sogenannten Biodiversitätsflächen, die eingehalten werden müssen, also auf normale Flächen einfach einen Teil nicht mehr zu bewirtschaften oder zumindest nur mehr zweimal zu bewirtschaften, mit dem Stichwort also Artenvielfalt fördern. Bis jetzt war ja die Biolandwirtschaft per se so eingestuft, dass Artenvielfalt dadurch erhalten wird, nachdem wir hier auch keine Pestizide ausbringen. Jetzt ist das anscheinend nicht mehr, die wird einfach vom Tisch gewischt und die Auflagen steigen. Ich weiß aus meiner Kollegenschaft, also viele werden den Schritt aus der Biolandwirtschaft wieder verlassen, weil einfach die Auflagen zu hoch werden und überdies in der Praxis ja nicht mehr einhaltbar sind. Ja. Weil wenn man dann Kontrolle hat von der AMA, dann kennt man in Teufelsküche. Was uns auch in der Landwirtschaft sehr aufregt, ist diese sogenannte NEC-Richtlinie, also das ist diese nationale Emissionshöchstmengen, die auf bestimmte Landschaften ausgebracht werden dürfen. Die wurde auch verschärft, oder wie ist dabei, noch besser zu verschärft zu werden. Ja. Wie gesagt, in der Praxis ist das nicht mehr durchführbar und ich bin überzeugt, die Landwirte werden sich hier massiv wehren und diese Dinge, was da angekündigt wurden, müssen zurückgenommen werden, sonst gibt es einen Strukturbruch in dieser schönen Landwirtschaft. Was uns auch wahnsinnig natürlich auch Probleme bereitet, sind die übertriebenen Weide- und Auslaufbedingungen, die die Bauern einfach draußen in Bedrängnis bringen, weil es einfach von der Situation her, von der Gestaltung der Landschaft nicht möglich ist, diese Regeln einzuhalten. Aber wie gesagt, die wird einfach drüber gefahren und diese Bauern werden dann teilweise natürlich hinausgedrängt und es hören eh jeden Tag neuen auf. Das heißt aber, dass das irgendwann auch sichtbar wird, weil ich denke, an jeder Stalltür hängen 6 Arbeitsplätze im Vor- und nachgelagerten Bereich. Was wir uns auch genau anschauen werden, ist dieser Bereich der Lebensmittelkennzeichnung, die Astrid hat es kurz angesprochen, diese Tiertransporte. Diese Lebensmittelkennzeichnung muss deshalb genau angeschaut werden und auch gefordert werden. Gerade im Bereich der Kälbertransporte ist immer wieder ein Thema. Das wissen ja, glaube ich, die meisten Medienvertreter, die anwesend sind, dass es hier immer Probleme gibt. Also die Kälber werden ins Ausland gebracht, werden dort unter fragwürdigen Bedingungen herangezüchtet und dann als Fleisch wieder zu uns zurückgebracht. Und kein Mensch kontrolliert scheinbar, ob die Kennzeichnung hier in Ordnung ist, weil sie, wie gesagt, viel zu lasch abgehandelt wird. Das werden wir uns genau anschauen. Ist auch eine Forderung von vielen Bauernorganisationen, die wir nicht mehr nachgeben werden. So muss man sagen, habe ich auch selber das Gefühl, die Landwirtschaft soll Schritt für Schritt verhindert werden. Stichwort Niederlande, was da abgegangen ist, haben wir glaube ich gesehen. Ja, die Bauern wurden einfach konfrontiert, sie sollen aufhören, sie sollen einfach entmachtet werden oder enteignet werden.
Und aus meiner Sicht sind diese Dinge, die jetzt da angekündigt sind, genau dieser Schritt in diese Richtung. Und da werden wir uns mit aller Entschiedenheit dagegen wehren. Und wir von Wirt in Salzburg werden hier den Bauern zur Seite stehen. Ja, ich glaube, das ist einiges, was ich hier angekündigt habe, was wir bearbeiten werden in der Zukunft. Gerhard Büttler wird dann noch einiges jetzt zur Teuerung auch sagen, die er über jeder spürt. Ja. Vielen Dank, Einstein, und für Ihre Fragen stellen wir dann hinterher zu. Danke. Ja, Sie sehen, das hat eigentlich, haben die letzten fast 3 Jahre gezeigt, seit Corona begonnen hat, sind die ganzen Probleme so wirklich nach oben geschwappt. Ob das die Themen waren, die die Astrid und der Bertl jetzt gebracht haben, ob das jetzt nur die verbleibenden 3 Themen sind, die ich nur ganz kurz bringen werde. Situation Bildung. Astrid hat schon einiges darüber gesagt. Wir haben in der Pressemappe für Sie einmal Lösungen zusammengestellt, was es an Schulen und Kindergärten benötigt. Ich möchte zu dem Thema aber eines sagen. Wir haben uns in den letzten Wochen sehr, sehr viel mit Pädagogen unterhalten, nämlich mit denen, die wirklich an der Front stehen. Und ich glaube, das wird viel zu wenig gemacht, weil wenn man sich mit diesen Menschen einmal unterhält, dann wird man feststellen, wo drückt denn wirklich der Schuh. Wenn man sich mit Eltern unterhält, wird man wirklich feststellen, wo drückt wirklich der Schuh. Und ich möchte nur 3, 4 Aussagen hier bringen. Die Situation, das sind Aussagen, die Pädagogen liefern. Die Situation spitzt sich immer mehr zu, die Krankenstände der Lehrer werden immer länger, aber auch die akuten und chronischen Überlastungen der Kinder werden immer größer. In der Schule zeigt sich sehr, dass die Kinder mit den Situationen überhaupt nicht mehr umgehen können. Die Corona-Maßnahmen, die Spaltungen in der Familie, die Kriegsszenarien, die wir haben, die finanziell angespannte Situation, wird sich natürlich auch bei den Kindern ganz, ganz massiv auswirken und die Spuren hinterlassen. Die Kinder kommen teilweise aus ihren Schockzuständen gar nicht mehr raus. Die Pädagogen merkten, dass das Aggressionspotenzial bei den Kindern massiv steigt. Wenn man dann die Kinder versucht, erzieherisch zurechtzuweisen, aufgrund eines Schimpfwortes, das sie getätigt haben, oder aufgrund einer Beleidigung, fangen sie gleich zu weinen an. Oder sind kurz davor. Das heißt, den Kindern sind diese Auswüchse, die da passieren, gar nicht mehr bewusst. Es wird da nicht mehr aufeinander zugegangen, es werden keine Kompromisse mehr eingegangen. Das sind die Themen, mit denen die Pädagoginnen und Pädagogen tagtäglich konfrontiert sind. Das sind aber auch die Situationen, mit denen die Eltern tagtäglich konfrontiert sind und die Situationen, mit denen die Kinder und Jugendlichen tagtäglich konfrontiert sind. Da ist in den letzten Jahren so viel falsch gelaufen und wir haben einiges zusammengeschrieben, was notwendig ist, was es an den Schulen braucht, was es für die Eltern braucht. Ein Riesenthema hier im Flachgau, weil wir gerade im Flachgau sind, ist auch das Thema, wo soll Bildung stattfinden? Man sollte das doch bitte den Erziehungsberechtigten überlassen. Gerade im Flachgau ist es so, dass, ich weiß das von vielen betroffenen Eltern, die uns kontaktiert haben, der häusliche Unterricht wird nicht mehr erlaubt bei den Kindern. Die Bildungsdirektionen versuchen Gegenmaßnahmen zu setzen. Teilweise droht man mit Gericht und mit Kindesentzug den Eltern. Das sind Sachen her. Bei aller Wertschätzung. Das sind Sachen, die können wir persönlich gar nicht brauchen. Denn die Kinder sollen doch dort unterrichtet werden, wo es für sie am besten ist. Muss eh jedes Kind dann beweisen, dass es den Fortschritt geleistet hat. Zweites Thema, die Teuerung. Ich habe vor mittlerweile 4 Monaten schon über das Thema Teuerung gesprochen. Ich habe damals auch gesagt, dass wir von der Salzburger Landesregierung im Februar 12 Millionen Euro zur Abfederung der Teuerung bekommen haben. Wenn man das auf die Einwohner runterbricht, auf 550.000 Einwohner im Bundesland Salzburg, sind es für jeden Einwohner genau 22 Euro, die de facto überbleiben. Gleichzeitig sind aber alle möglichen Gebühren gestiegen, Kanal, Wasser, Müll. Die Inflation, von der wir reden, die jetzt glaube bei 11% offiziell ist, ist schon weit jenseits der 25%. Ich habe mir die Mühe gemacht, auch jetzt wieder im März, im August und jetzt wieder einen Einkaufskorb zusammenzustellen, immer mit den gleichen Artikeln im gleichen Geschäft. Und ich habe Ihnen auch in der Pressemappe die aktuellen Zahlen zusammengeschrieben. Hat dieser Einkaufskorb, dieser 15 Artikel
im März, konkret am 4. März, 22,80 Euro gekostet, so hat er jetzt am 9. Dezember 56,20 Euro gekostet. Das ist eine plus 145-prozentige Steigerung für Lebensmittelartikel und Artikel des täglichen Bedarfs. Sehr verehrte Damen und Herren, wo soll das noch hinführen? Und das ganze Thema können wir weiterspinnen. Die Energiekosten, die Salzburg AG hat 2021 einen Gewinn von 60 Millionen Euro gemacht. Gleichzeitig steigt die Fernwärme, gleichzeitig steigt der Strom und der Gaspreis. Viele Menschen werden das erst in den kommenden Monaten so richtig merken. Von der Politik hat es eine tolle Presseaussendung letzte Woche gegeben, Lösung für Stromheizungen und Wärmepumpen. Konkret werden für Stromheizungen 2900 Kilowattstunden pro Jahr mit 10 Cent netto gedeckelt, was 100 Freistromtagen im durchschnittlichen Verbrauch entspricht. Jeder, der von uns einen Haushalt hat, weiß, wie viel das 2900 Kilowattstunden sind. Und alles, was über diese 2900 Kilowattstunden sind, wird dann voll mit 30, 35, 40, 40 Cent pro Kilowattstunde dann beziffert. Das ist eine Steigerung in der Stromkosten tatsächlich um wahrscheinlich 300%. Und interessant für mich waren dann die Rückmeldungen der Menschen. Das waren nämlich so Aussagen gekommen, was ist mit Menschen, die mit Gas heizen müssen? Ein User hat geschrieben, zuerst das Chaos verschulden und sich dann als Retter aufspielen. Haushalte mit zwei Zählern, wovon einer für die Wärmepumpe ist, bekommen von der Strompreisbremse des Bundes und des Landes gar nichts bezahlt. Ein anderer hat geschrieben, die mit Öl heizen oder keine Wärmepumpe haben, werden komplett vergessen. Ein anderer User hat geschrieben, pflanzen Sie mehr Bäume in der Stadt Salzburg, das würde mehr bringen als dieses Gelaber. Was ist, wenn ich mit Pellets heize, was bekomme ich dann? Also das Ganze hier als großen Durchbruch zu feiern, wo 90% der Haushalte durch den Rost fallen, finde ich schon sehr bemerkenswert. Nach meinem Austritt im September, Ende September, habe ich mit vielen Leuten gesprochen. Und ich glaube, das ist einmal ganz wichtig. Haben Sie einmal mit einer alleinerziehenden Mama mit zwei Kindern geredet? Wie die es schafft, monatlich ihre Kinder und sich selbst drüber zu bringen in der jetzigen Situation? Haben Sie mit einem alleinerziehenden Papa, der vierköpfige Familie ernähren muss, Pendler ist, geredet? Kaufe ich die Kinder jetzt Schuhe, schenke ich einer Geschenke zu Weihnachten oder bezahle ich die Benzinfüllung? Haben Sie mit Unternehmern gesprochen? Einzelunternehmer, Klein- und Mittelbetriebe, die von den Förderungen des Bundes nur peripher etwas bekommen haben und mittlerweile die Firmen pleiten in Österreich um 60% steigen. Zahlen vom Kreditschutzverband KSV 1870. Genau mit den Leuten muss man reden, dass man mal weiß, wo der Schuh drückt. Aber das wird leider Gottes viel zu oft vergessen. Wir haben auch in der Pressemappe Vorschläge unterbreitet, die Sie gerne auch übernehmen können. Von den Gewinnen von Landeskonzernen auf die Kunden aufzuteilen. Von Senkung Mehrwertsteuer, Senkung Umsatzsteuer, Senkung Mineralölsteuer. Am 14. September wurde groß proklamiert, die kalte Progression wurde abgeschafft vom Finanzminister. Das ist alles in Wahrheit ein bisschen eine Augenauswischerei, weil das Ganze wird erst mit 2026 spruchreif. Und was dann die Leute in den kommenden Monaten, 2023, 2024 und 2025. Die Teuerung wird uns in den nächsten Wochen und Monaten alle beschäftigen und eines unserer obersten Ziele wird sein, hier für das Bundesland Salzburg Gegenmaßnahmen zu setzen, Angebote zu setzen, auf Probleme hinzuweisen und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Last but not least unser Gesundheitssystem. Astrid hat schon einiges gesagt und wenn Sie die Medien gerade heute durchlesen, sehr, sehr spannend, so will Salzburg das Millionenloch stopfen in der Krankenhausmisere. Unser Gesundheitssystem ist krank, Lage in den Spitälern spitzt sich zu. Das Gesundheitswesen ist kein Gesundheitswesen, das wissen wir alle, das ist ein Krankheitssystem. Und das kracht mittlerweile an allen Ecken und Enden.
Ich komme ursprünglich aus dem Gesundheitswesen, war jahrelang in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen in Geschäftsführerfunktionen tätig und denke sehr genau, dass ich sehr weiß, wovon ich rede. Jetzt wird argumentiert bei den Finanzausgleichsverhandlungen zwischen Ländern und Sozialversicherung, dass man neben dem intramuralen Spitalsbereich, für den die Länder zuständig sind, und dem extramuralen niedergelassenen Bereich, für den die Sozialversicherungen zuständig sind, eine dritte Säule aufbauen soll. So zumindest wünschen sich's die Landesgesundheitsreferenten, nämlich eine Säule für den spitalsambulanten Bereich und für den Bereich der Primärversorgungseinheiten. Warum das? Weil es natürlich wiederum ums Geld geht. Das soll der Bund übernehmen, das soll der Bund zahlen. Und sehr spannend ist, dass einerseits die Landesgesundheitsreferenten alle sagen, es kommen immer mehr Patientinnen und Patienten genau in diese besagten Einrichtungen und gerade heute der Obmann der ÖGK genau das Gegenteil behauptet, dass nämlich rückläufige Zahlen in Spitälern samt Ambulanzen sind. Die Lösung ist ja ganz einfach. Ich habe 2020 ein Buch geschrieben, Gesundheitswesen Österreich, da stand alles drinnen, wie man das Ganze lösen könnte, wie man das Ganze lösen müsste. Ich denke mal, es wäre einfach, oder die Landesgesundheitsreferenten oder die politisch besetzten Personen in den Sozialversicherungsträgern sollten einfach einmal mit Fachleuten sich unterhalten. Es ist ein ganz einfaches Thema. Eine übergeordnete Organisation bilden, die politisch nicht besetzt ist. Ich weiß schon, das ist relativ schwierig. Und den Sozialversicherungen und den Ländern das Geld wegnehmen. Das würde natürlich auch eine Verfassungsänderung bedingen, aber damit hättest du das Problem gelöst. Und dann muss genau das Geld dort investiert werden, wo der Patient ist. Denn es gibt eine Grundregel im Gesundheitssystem, die da heißt, Geld folgt Leistung. Aber das genau passiert leider Gottes überhaupt nicht. Lassen Sie mich noch einen kurzen Sidestep zu Corona bringen. Ich habe ihn jetzt auch in die Pressemap getan. Von der Statista, destatista.com. Nur ein Vergleich von der Kalenderwoche 48 im heurigen Jahr zur Kalenderwoche 48 im Jahr 2019. Wir haben 14,9% mehr Todesfälle. Sehr geehrte Damen und Herren, das wird nicht Corona sein, sondern das sind die Folgen der genmanipulierten Injektion. Das Thema ist mittlerweile bekannt, das Thema ist mittlerweile auch an die Öffentlichkeit gekommen. Auch sehr, sehr viele Medien bringen das mittlerweile auch. Und so mutet es immer absurder an, wenn dann Leute, Menschen, die im Freien bei Veranstaltungen maskenlos herumlaufen, betrifft mich ja selbst auch. Ich habe jetzt zum ersten Mal rückwirkend mit Februar eine Verwaltungsstrafe bekommen um 120 Euro, weil ich bei einer Veranstaltung am 12. Februar ohne Maske herumgelaufen bin. Eine Veranstaltung, das war aber im Freien, wo ich sogar damals den Ordnungshütern gesagt habe, dass ich quasi da ein Maskenbefreiungsattest habe. Also, andere Leute werden geklagt, andere werden in Polizeianhaltezentren eingesperrt für Dinge, wo ich mir echt denke, haben wir keine größeren Probleme in unserer Gesellschaft? Also, offen gesagt, wundert mich das Ganze schon sehr. Last but not least, das Thema Transparenz, Korruptionsbekämpfung und direkte Demokratie. Ich glaube, wir haben heute sehr, sehr viel gesagt, dass wir wirklich uns die Transparenz auch auf die Schuhe heften wollen. Wir haben sehr, sehr viel gesagt, dass wir das Thema Korruption an der Wurzel packen wollen. Ein kurzes Beispiel, weil auch heute bekannt geworden, 12 Millionen Euro für Taxifahrten, für Arztbesuche und Behördenwege für Migranten sind an einen Unternehmer gegangen, der einer politischen Partei in Salzburg sehr, sehr nahe steht. Das mag alles in Ordnung sein, wenn man das macht, aber es ist schon sehr auffällig, dass das immer eine bestimmte politische Partei oder Freunde einer bestimmten politischen Partei trifft. Wogegen unsere Pensionisten und Taxigutscheine betteln müssen, Pflegestufen vorlegen müssen und demgegenüber andere Rezeptgebührenbefreiungen bekommen und Kost und Logis frei bekommen. Ich bin jedem alles, soll jeder alles bekommen, was er braucht, aber dann doch bitte für alle gleich. Sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, die Probleme,
die Liste der Probleme ist unglaublich lang, die wir haben. Die Menschen in Salzburg, jetzt speziell in Salzburg, aber auch darüber hinaus, sind es leid und müßig, sich von politischen Verantwortlichen vorführen zu lassen. Die Politikverdrossenheit nimmt immer mehr zu. Mittlerweile sind schon fast 45% der Menschen im Bundesland Salzburg, hat es ja auch Umfragen gegeben, so dass sie sagen, sie wollen mit der Politik eigentlich nichts mehr zu tun haben und sie versuchen sich in irgendeiner anderen Art und Weise Ausgleich zu schaffen. Und das ist aber sehr, sehr bedenklich und das sollte den politisch Verantwortlichen eigentlich nicht egal sein, denn anscheinend hat man oft, dass es ihnen egal ist. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir diese Bewegung gegründet haben. Wir werden alles daran setzen, bei der Landtagswahl am 23. April auch anzutreten. Sie wissen alle, das ist nicht einfach, man braucht 600 Unterstützungserklärungen in den 6 politischen Bezirken. Man braucht dann natürlich auch dementsprechend Menschen, die einen wählen, aber ich glaube, und wir glauben alle, dass es eine Alternative braucht zu dem Bestehenden und dass wir für alle Menschen da sein, für alle Menschen da sein wollen, das haben wir, glaube ich, bewiesen. Kritisieren Sie uns bitte nicht, messen Sie uns an unseren Taten und wir werden versuchen, mit Ihnen gemeinsam, ich lade Sie dazu auch herzlich ein, alle Medienvertreter, insbesondere was den Gesundheitsbereich betrifft, insbesondere was den Bildungsbereich betrifft. Sie haben eine unglaubliche Macht als Medien. Lassen Sie uns für Salzburg zumindest gemeinsam hier Lösungen schaffen. Das Gesundheitswesen ist nach Artikel 12 der Bundesverfassung Landessache, insbesondere das Krankenanstaltenwesen. Das Gesundheitswesen ist Bundesangelegenheit nach Artikel 10, aber das ist Landesangelegenheit. Da können wir sehr, sehr viel machen. Der Pflegebereich ist nach Artikel 15 Bundesverfassungsgesetz Länderangelegenheit. Insbesondere auch der Kinderbetreuungsbereich ist großteils Länderangelegenheit. Das heißt, wir können da in Salzburg sehr, sehr viel bewirken. Ich lade Sie ein, gemeinsam mit uns hier an Konzepten zu arbeiten. Es muss, glaube ich, unser aller Interesse sein, dass wir in den nächsten Monaten, und die Monate werden alles andere als leicht werden, hier gemeinsam für die Menschen in Salzburg das Beste tun und auch das Beste vorleben. Ich bedanke mich recht herzlich für die Teilnahme, für die Aufmerksamkeit. Wir stehen für Fragen zur Verfügung und ich wünsche Ihnen, wir wünschen Ihnen allen jetzt schon in Ihren Familien gesegnete Weihnachten, eine friedvolle Zeit, eine geruhsame Zeit und insbesondere dann einen guten Start, einen erfolgreichen Start und auch hoffentlich ein zufriedenes Jahr 2023. Herzlichen Dank. Und wir stehen natürlich für Fragen zur Verfügung. Bevor jetzt auf Salzburg kommen, Sie haben gesagt, Sie würden es gerne auf andere Bundesländer ausdehnen. Wie stehen da oder wie weit ist man denn da angekommen? Wir sind in 2 Bundesländern schon sehr, sehr weit, haben also dort auch schon die Statuten fertig und eingereicht, haben aber vom Innenministerium noch keine Rückmeldung. In 2 anderen Bundesländern haben wir jetzt einmal die Organisation und die Verantwortlichen dafür werden aber das dann auch dort starten. Welche Länder sind das? Also konkret ist es jetzt einmal Tirol und Oberösterreich und darüber hinaus geht es dann auf der Ostebene Richtweit ein Stück weiter Richtung Osten. Auf der Westautobahn quasi. Viele Probleme entstehen ja generell auch durch die Privatisierung. Auch im Energiesektor sind wir zu weit fortgeschritten in der Privatisierung, ist uns zu viel weggenommen worden. Ist ja kaum lösbar deswegen auch. Haben wir da irgendwelche Ideen? Ich weiß, es ist extrem schwierig, gewisse Sachen wieder zurückzubekommen oder irgendwie anders da auszugleichen. Weil die verspekulieren umeinander und werden subventioniert wiederum. Naja, aber die Frage ist ja sehr berechtigt. Nehmen wir jetzt einmal beispielsweise unseren Energieversorger, die Salzburger AG. Ja. Die Salzburger AG steht ja im Eigentum von Stadt und Land Salzburg, von der Energie AG Oberösterreich. Und Aufsichtsratsvorsitzender Salzburger AG ist
der Herr Landeshauptmann Dr. Haslauer. Und ich denke, nachdem das ja auch größtenteils im Eigentum von Stadt und Land Salzburg steht, könnte man ja hier auch Möglichkeiten schaffen. Auch wenn die Salzburg AG ausgegliedert ist, könnten wir hier auch Möglichkeiten schaffen, wenn die politischen Verantwortlichen das wollen, dass sie, und ich habe es ja als Beispiel auch gebracht, die Gewinne von den Landeskonzernen, insbesondere habe ich ja hier die Salzburg AG gemeint, dass man die Gewinne, dass man vielleicht 20% des Gewinns behält für Infrastrukturmaßnahmen, aber den Rest auf den Kunden wieder zurückgibt. Dann hätte man zumindest fürs Erste für die Menschen etwas Gutes getan. Da möchte ich gleich anschließen, also ich habe mir Ihre Pressemappe da angeschaut, möchte vorab sagen, dass ich Ihren Eifer und Mut erneut das politische Geschehen in Österreich oder explizit jetzt in Salzburg ein bisschen mitbestimmen zu wollen, sehr gut heiße. Ich glaube, die Zeit dafür ist mehr als reif. Ich habe ja gesehen, Sie setzen sich unter anderem oder Sie schlagen vor, Ersetzung der Umsatzsteuer, Senkung der Mineralölsteuer und diverse andere Steuerreformen vor. Was ich hier nicht gefunden habe, ist eine Äußerung zu CO2-Steuern. Ich denke, dass man da vielleicht auch ansetzen sollte, weil ich glaube, man nimmt da an der falschen Stelle den Bürgern, sprich Pendlern und Leuten, die aufs Auto angewiesen sind, Geld weg, während für Netflix, Internetprovider und ganz andere Dinge oder halt auch Privatjets, um zu irgendwelchen Klimagipfeln zu kommen, wesentlich mehr CO2 geschaffen oder verbraucht wird. Wir sind da bei diesem tollen Gasschiff, das da jetzt kommen wird und dergleichen. Also ich glaube, da ist es ein bisschen auf Rotzelei zu sagen, man nimmt dem Bürger eine CO2-Steuer weg und erschwert in der höchsten Teuerung aller Zeiten da seinen Alltag. Vielleicht sollte das auch noch mit aufgenommen werden. Und was ich generell ein bisschen vermisst habe, und das ist jetzt natürlich eine provokante Frage, weil Sie sind gerade erst im Entstehen und jung, aber wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren als österreichische Republik festgestellt, dass wir Teil dieses Konglomerats EU sind, das in allen Lebenslagen meines Erachtens noch gescheitert ist, also aktuell jetzt großes Korruptionsproblem. Aber wir haben auch im Sinne von Covid gesehen, dass die gemeinsame Hilfe beim Organisieren von irgendwelchen Schutzmaßnahmen und sonstigen ein kompletter Griff ins Klo war, wenn ich das so ganz dreist ausdrücken darf. Man hat doch gesehen, dass der militärische Angriff auf die Ukraine und die Folgen, die die EU da weiter geleistet hat, ein Skandal sind. Wie gesagt, inzwischen wird wegen der Impfstoffbeschaffung auch gegen die Dame von der Leyen ermittelt. Ich vermisse da einen Ausblick auf die Zukunft, inwieweit man sich da vielleicht wieder einsetzen will, Österreich wieder zu einem souveränen Staat zu machen, was eventuell eben auch dazu führen würde, dass man eben die Grenzen sichert und das Geld vielleicht auch wieder etwas mehr beim Österreicher landet und nicht hunderte Millionen in Brüssel, wo man dann zum Beispiel die genormten Kondome für bespricht. Also ich glaube, Europa hat derzeitig andere Probleme und ich glaube, Österreich ist dermaßen krisengeschüttelt im Moment, dass man das vielleicht auch ins Programm mit aufnehmen sollte. War jetzt eine sehr lange Frage, wobei es eigentlich zwei Fragen waren. Frage 1, ganz kurz die Antwort, gebe ich Ihnen völlig recht, nur Sie haben es in der Frage 2 dann auch erwähnt, die provokante Frage, uns gibt es jetzt offiziell seit nicht einmal 4 Wochen, seit 2 Wochen haben wir das Okay vom Innenministerium. Wir sind über die Weihnachtsfeiertage, wie es der Bertel Neubauer schon gesagt hat, dabei, das Parteiprogramm zu erweitern. Bei der CO2-Steuer ist das definitiv ein Thema, dass wir das auch mit aufnehmen werden, so wie Sie es gesagt haben. Wenn wir jetzt von Salzburg ausgehen, wird es sehr, sehr schwierig, über die EU etwas zu sagen. Ich glaube, da braucht man nicht zu diskutieren. Faktum ist aber, und ich glaube, wer uns in der Vergangenheit auch beobachtet hat, ist die Tatsache, dass wir durchaus sehr, sehr EU-kritisch sind. Und dass sich das Konglomerat EU jetzt von der Warnfratze auch zeigt, mit der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, gegen die ermittelt wird aufgrund der Fußball-WM und den spendablen Zusagen für Katar, aufgrund der EU-Kommissionspräsidentin und so weiter und so fort. Da wird es definitiv auch zum Thema EU im Rahmen der, unseres Programms definitiv Stellungnahmen geben und die werden auch in diese entsprechende Richtung ausfallen. Sie waren ja ursprünglich als MFG gegründet, auch aus dieser sehr Corona-maßnahmenkritischen politischen Regierung.
Wie schwierig war es denn für Sie, als das eigentlich dann weggebrochen ist mit der Impfpflicht, dass Sie sich neu positioniert haben, neue Themen gesucht haben? Wie schwierig war das für Sie, dass Sie sich komplett neu aufstellen? Die Frage ist natürlich berechtigt. Ich war ja schon, wenn Sie so ein bisschen die Videos, die ich seinerzeit bei der vergangenen Partei gemacht habe, war ich der allererste in Österreich, noch vor den anderen Parteien, der Ende Februar schon zum Thema Teuerung Stellung genommen hat. Das war bei der ehemaligen Partei sehr, sehr schwierig, da auch die Partei auf andere Themen zu bringen, weil das Ganze doch sehr Corona-lastig gewesen ist. Ich glaube, es war sicher ein großer Erfolg von uns allen, dass wir das Thema Impfpflicht weggebracht haben, seinerzeit, im heurigen Sommer dann auch. Ganz ausgestanden ist es ja noch nicht, weil der Herr Gesundheitsminister ja durch die diversen Verordnungen immer noch sehr viele Rechte und Befugnisse hat. Aber wenn Sie selber merken, Corona ist komplett von der Bildfläche verschwunden. Und wie wir es heute auch gebracht haben, Sie haben nur von mir einen kurzen Sidestep zu Corona gehört, wir haben momentan ganz andere Probleme. Und ich glaube, die Kunst muss es auch sein, das war zumindest immer meine Intention, sowohl in der Vergangenheit als auch jetzt mit dem Team, dass wir aktuell zu den Problemen Stellung nehmen. Und da ist natürlich die Teuerung wahrscheinlich momentan das allergrößte Problem, dass die Menschen, darum habe ich diese drei Beispiele von der alleinerziehenden Mutter, vom Familienvater, der eine vierköpfige Familie zu versorgen hat und vom Unternehmer gebracht, weil das sind die Beispiele, wo die Menschen wirklich draußen der Schuh drückt. Und ich glaube, da müssen wir und da können wir eine Lösung bieten, auch wenn wir ganz neu sind, aber wir können zumindest die politisch Verantwortlichen immer wieder von diesen Themen oder bei diesen Themen anstoßen und können dort auch durchaus auch in die Nesseln stoßen. Vieles von dem, was Sie sagen, erinnert mich an die FPÖ. Warum soll man Sie wählen und nicht die FPÖ? Weil die sitzen schon im Landtag. Die können das schon Oppositionspolitik machen. Da bin ich völlig bei Ihnen, wenn Sie das jetzt so als Beispiel bringen. Haben Sie die FPÖ gesehen in Österreich, als sie mit der ÖVP in einer Regierungskonstellation war? Sehen Sie, wenn Sie einen Blick nach Oberösterreich wenden, da ist die FPÖ in einer Koalition mit der ÖVP, wie die FPÖ dort tut. Ich würde jetzt auch überhaupt keine Parteien negativ reden, aber es ist schon sehr, sehr auffällig, auch in Salzburg, dass die Landespartei und vor der FPÖ zwar über den Landeshauptmann schimpft, aber beim Rest sagt der Rest der ÖVP ist durchaus für sie sehr, sehr akzeptabel. Und was ich sehr spannend gefunden habe, und da darf ich durchaus jetzt auch aus dem Nähkästchen plaudern, die Industriellenvereinigung hat am 5. Dezember getagt und da waren dann ja auch so ein bisschen Ausblick auf die Landtagswahl und da hat es eben auch Kassen von der Industriellenvereinigung, die ja insbesondere einer Partei sehr nahe steht, dass man sich durchaus auch vorstellen kann, in eine ÖVP-FPÖ-Koalition nach der Wahl zu gehen. Was für mich dann aber auch heißt, jeder, der die FPÖ wählt, wählt dann den Fortbestand der ÖVP. Und die Beispiele, die ich heute gebracht habe, unter anderem von den Taxiunternehmen, und diese Beispielsliste ist sehr, sehr lang, könnte man beliebig fortsetzen, sagt ja auch, dass durchaus einmal man mit dem Thema Korruption nicht ganz korrekt umgeht. Weil wir diesen Werteverfall beklagt haben bei der MFG, was macht Sie sicher, dass jetzt mit dieser Neugründung, dass das nicht wieder passiert? Indem wir, das ist glaube ich auch ein Unterschied, ich wollte da nicht zu viel über die MFG heute auch reden, weil es wird im Jänner von mir einen Pressetermin geben, wo ich sehr viele Dinge dann auch noch zur MFG sagen werde. Ich glaube, da müssen einige Dinge noch klargestellt und offengelegt werden, auch strafrechtlich relevante Dinge, aber das braucht einfach Zeit, bis das alles dann korrekt dargestellt wird. Der Unterschied ist tatsächlich der, die MFG ist am 14. Februar gegründet worden, 2021, und ist von oben nach unten gegründet worden. Da haben sie Menschen zusammengeschlossen, damals 15, die aus allen Himmelsrichtungen gekommen sind, die sie teilweise nicht einmal gekannt haben, die eines im Sinn gehabt haben, weg mit der Maske, weg mit den Tests, weg mit der Impfung. Das war damals das Thema. Man hat sie ja untereinander nicht wirklich kennt und man hat erst sukzessive gemerkt, wie die leider agieren. Und sie sind halt einfach auch, so wie ich es am Anfang gesagt habe, die Macht und die Geldgier und spielen halt dort auch durchaus eine massive Rolle.
Und dem haben wir, glaube ich, auch mit unserem Wertekatalog und insbesondere mit unserer Verfassung, mit diesen, nennen wir es einmal 10 Do's und Don'ts, die wir uns gegeben haben, die aber, wie ich schon gesagt, erst beschlossen werden müssen, auch versucht, einen Riegel vorzuschieben. Ich meine, ganz ausschließen wird man es nicht können, das ist immer klar, aber das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns selbst als Ziel gesetzt haben, nicht so zu sein, wie alles bisher. Wann ist bei der Landtagswahl antreten, wie will man denn den Wahlkampf finanzieren? Das ist eine gute Frage. Das wird genauso sein, dass wir jetzt eben, wie es der Bertel Neubauer schon gesagt hat, tatsächlich auf Spenden angewiesen sind, auf Unterstützungsmitglieder angewiesen sind, auf Menschen angewiesen sind, die uns die vielleicht auch tatsächlich mal etwas anderes wollen. Ich bin es gewohnt, ich habe es in Oberösterreich bewiesen, es hat mich sehr gefreut, dass gestern die Oberösterreich-Krone anlässlich des Austritts der Linzer MFG-Fraktion auch geschrieben hat, Oberösterreich wäre nicht dort mit der ehemaligen Partei, wenn es mich nicht gegeben hätte, wie ich als Wahlkampfleiter damals, glaube ich, bewiesen habe, mit sehr, sehr wenig Geld auch einen Wahlkampf zu finanzieren. Gut, das waren andere Zeiten, da war eben das Thema Corona ganz hoch. Aber wir sind natürlich, und das sage ich auch ganz, ganz unumwunden, auf Unterstützung der Menschen angewiesen. Wir sind aber auch, und das sage ich auch ganz klar, auf Unterstützung der Medien angewiesen, dass sie uns auch erwähnen, dass sie uns auch die Möglichkeit bieten, ein Podium zu bieten. Und darum freut es mich, dass wirklich sie heute alle auch gekommen sind, dass sie über uns berichten und dass sie uns auch fair wertschätzend behandeln, wie wir sie auch. Dass wir uns korrekt behandeln, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und dann, glaube ich, gibt es durchaus auch eine Möglichkeit, dass wir hier finanzielle Möglichkeiten auch schaffen, um diesen Wahlkampf auch bestreiten zu können. Gibt es wenigstens einen größeren Unterstützer im Hintergrund? Momentan nein. Aber wir sind einfach nur sehr, sehr kurz jetzt da. Heute ist einmal die Pressekonferenz. Wir werden sicher in den nächsten Wochen viele, viele Menschen kontaktieren. Wir sind natürlich auch auf unser Team, das sehr breit gestreut ist, so gesehen gut ausgewählt, oder haben unser Team gut ausgewählt, haben auch die Gründerversammlung gut ausgewählt mit 60, 70 Menschen, die alle ähnlich ticken wie wir, wo, glaube ich, auch das Gesamtkonstrukt sehr, sehr gut passt, dass die das Ganze auch nach außen tragen und verbreiten, nicht nur über die Social Media Kanäle, sondern natürlich auch über sage ich mal, die Medien, medial. Und wir werden uns regelmäßig, wir werden auch Sie regelmäßig einladen zu Pressekonferenzen, wir werden Sie regelmäßig einladen zu Pressestatements, zu Presseaussendungen, die wir machen werden. Und die Einladung, wie schon gesagt, ergeht nach wie vor. Wir werden im Jänner uns sicher mal zum Thema Gesundheitswesen treffen und versuchen mit Ihnen gemeinsam hier an etwas zu arbeiten. Wir werden das Bildungsthema angehen im Jänner und Sie herzlich einladen, hier mitzuarbeiten oder dabei zu sein und das zu begleiten, denn ich glaube, das sind Themen, die wir im Land Salzburg auch wirklich gut lösen können. Für andere Dinge braucht es natürlich einen Österreich-Rahmen oder noch einen größeren Rahmen, aber das, was wir im Kleinen machen können, und darum sage ich, wir müssen von unten nach oben gehen, von der Kommune, von den Netzwerken, von den Vereinen, von Menschen, die sich zusammenschließen, um sich gegenseitig zu helfen, sukzessive nach oben wachsen. Nur dann hat das einen nachhaltigen Erfolg. Ich hätte dazu auch noch eine Frage, nachdem wir jetzt bei Finanzen und Corona waren und Sie gesagt haben, Corona ist relativ vom Tisch, aber dann das Schicksal vom Herrn Reuter, den man kürzlich ja da in Salzburg inhaftiert angesprochen hat, Ihr eigenes Schicksal betreffend Maskenverstoß angesehen hat. Wenn ich durch die Stadt Salzburg bummle, dann sieht man viele Progress-Leuchtreklamen rund um die Impfung mit Booster und sonstigem. In allen Postwurfzeitungen sieht man halbseitig oder ganzseitig Anzeigen. Es wird da meines Erachtens nach auch im zwischen dritten Jahr immer noch sehr viel rund um das Thema Impfung gemacht. Wenn man den Blick nach Wien, den Hotspot der Pandemie weltweit anschaut, dann glaube ich, ist das Thema eventuell noch gar nicht so vom Tisch, wie es vielleicht im Moment so scheint. Glauben Sie wirklich, dass Corona schon vorbei ist? Nein, ich habe gesagt, es wird momentan nichts mehr darüber berichtet vorher. Ich habe gesagt, dass es aber noch nicht ausgestanden ist, weil ich auch gesagt habe, auch der Herr Gesundheitsminister hat immer noch die Möglichkeit. Ich glaube,
Das soll man doch jeden Menschen selbst, jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich, glaube ich. Und, sollte man meinen. Sollte man meinen und ich möchte mich da auch über das Corona-Thema nicht allzu sehr jetzt äußern, denn ich glaube, jeder, der sich mit den Medien auseinandersetzt, nicht nur mit den bekannten Medien, sondern auch, ich nenne es jetzt einmal bewusst Alternativmedien, liest sehr viel, hört sehr viel mittlerweile und ich denke, da kann man sehr viel mitbekommen. Das ist richtig, wenn man sich anschaut, den Vergleich Österreich mit anderen Ländern, also in Alberta, Kanada, in New York, in den USA, in Italien und dergleichen, werden diese Covid-Strafen inzwischen negiert, teilweise zurückerstattet und in Österreich fährt man dann noch gnadenlos drüber. Ich bin relativ sicher, auch hier in Österreich wird es in bälliger Kürze, bin ich fest davon überzeugt, auch in die andere Richtung gehen. Weil sich dieses Land das wahrscheinlich gar nicht mehr auf Dauer leisten kann. Genau, sehe ich auch so. Ich habe nur kurz eine Frage, weil die Abwesenheit der FPÖ schon ein Thema war. Können Sie zu den Themen Migration und die Sanktionen gegen Russland? Das Endelhofer auch da möchte ich jetzt, wir haben halt sehr viel gebracht. Ja. Wir haben das Thema auch auf unserer Agenda, wir haben nur das Parteiprogramm einfach noch nicht so weit fertig. Aber ich kann Ihnen versichern, und wir sind ja so weit, dass wir ja sowieso auch im Austausch stehen, sobald das Parteiprogramm genehmigt wird, werden wir auch dazu eine kurze Pressekonferenz machen und da werden Sie dann auch alles finden dazu. Ich denke aber, es besteht ein klares Bekenntnis zur Neutralität. Wir werden wir sind für die Neutralität und ich habe das auch schon im März gesagt, als ich in einer meiner Videobotschaften gesprochen habe, dass die damalige Aussage unseres Herrn Bundeskanzlers, die Neutralität wurde uns auferzwungen, vielleicht auch eine falsche war. Der Mann hat aber der Bevölkerung auch zu Alkohol und Psychopharmaka geraten. Also. Prima, dann sage ich danke an euch alle, wie schon gesagt. Nur mehr schöne Weihnachten an Sie alle, an Ihre Familien, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Danke. Ebenfalls. Wird man das daheim einzeln? Ja, freilich. Das war jetzt so viel zur Pressekonferenz. Vielleicht kann man noch erwähnen, Servus TV und ORF war auch heute hier. Natürlich auch die eigenen Medienvertreter von dieser Bewegung, Verein, Partei, wenn wir sehen, was wirklich draus wird. Ja, Elvis, dein Eindruck? Grundsätzlich sage ich, wenn ein Land langsam die Talsohle erreicht und davor stehen wir, ist alles, was in die Gegenrichtung geht, löblich und ich kann dementsprechend, wir sind Salzburg, nur gratulieren, diesen Schritt zu machen und wünsche da alles Gute. Ich hoffe, es wird halt über die Grenzen Salzburgs hinausgehen, weil Salzburg allein definitiv halt zu wenig erreichen wird in Österreich. Aber hoffen wir mal, dass dieses Projekt, nachdem es ja ganz gut gestartet zu sein scheint in der kurzen Zeit, mit demselben Tempo und derselben Gradlinigkeit weitergeht. Ja, und ihr habt es gehört, in Jänner dann wird es die nächste Konferenz einmal wieder geben. Da hat man dann noch ein bisschen mehr Informationen und bis dahin lassen wir es mal wachsen und schauen wir mal, was draus wird. Punkte sind sicher förderungswürdig und schauen wir mal, wie weit das kommen wird. Wird dann gehabt euch wohl und bis bald wieder, oder? Genau. Genau, bis die Tage. Tschüss. Drei Fragen haben wir schon fertiggestellt. So, jetzt müssen wir eigentlich mehr. Ja.